Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Danke, Steffi. Herzlich willkommen, alle da sind. Herzlich willkommen, alle Livestream, Radio, Fernsehen, überall, wo ihr drauf seid. Heute erstmals auch live über den neuen Verteiler CutNet. Danke, CutNet, dass wir auch bei euch drauf sind. Herzlich willkommen in Frankreich. Gerade vorhin haben wir eine Nachricht bekommen, Westfrankreich. Liebe Grüße an euch, liebe Grüße an den Norden nach Deutschland raus. Advent, die vierte Kerze brennt, daram, daram. Es geht los in die ruhigste Zeit des Jahres. Ich liebe die ruhigste Zeit des Jahres. Kaum hat man sich von einer Weihnachtsfeier erholt, kommt schon die nächste, ja. Gegessen wird so viel wie noch nie, gefeiert wird so viel wie noch nie. Termine sind 100.000 hin und her. Das Salzburger Volksliedchor singt Willkommen in der stillsten Zeit des Jahres. Ganz komische Postkarten kriegt man überall von besinnlicher Adventzeit und lauter so ein Ding. Und ich denke mir, oh my goodness, das kann ja gar nicht sein. Ja? Noch nie war es so stressig für mich wie diesen Advent. Ich kann mich erinnern, das habe ich letztes Jahr auch gesagt, das Jahr davor auch und das Jahr davor auch und das Jahr davor auch und das Jahr davor auch. Und das Jahr davor auch. Und überall wird dir gesagt, gell, es ist Weihnachten, du musst jetzt runterkommen, du musst dich entspannen, du musst ganz ruhig werden und dann gibt es so ganz romantische Dinge, du musst dem Jesulein ein Kripplein bauen, ganz ein ruhiges, und damit er sich freut, wenn du kommst, muss alles ganz ruhig sein und so weiter. Und dann geht der halbe Advent irgendwo dahin und dann denke ich mir, oh my goodness, Patrick, alles läuft aus dem Ruder, du musst sofort massiv eingreifen, das geht so nicht weiter, denn von der ruhigsten Zeit ist überhaupt nichts zu sehen. Dann kommt das schlechte Gewissen und das schlechte Gewissen sagt, so, ab morgen werde ich jetzt meine Termine reduzieren. Was passiert am Tag danach? Es kommen noch mehr Termine rein und noch mehr und das steigert sich und bis zum 24. bin ich halb tot, oh du fröhliche, wunderbare, gnadenvolle, ruhige, stille Weihnachtszeit. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass jeder, der dauernd sagt, Advent ist die ruhigste Zeit im Jahr, und was ist sie? Genau das Gegenteil ist sie. Und dann habe ich mal begonnen nachzudenken drüber und denke mir, wer sagt das eigentlich? Wer sagt das eigentlich? Außer Radio, Fernsehen, Internet und die Postkarten und der Salzburger Weihnachtschor. Wer außer denen sagt eigentlich, dass Advent die stillste Zeit im Jahr ist? Und es ist durchaus erstaunlich, gell? Weil wenn du dich auf die Bibel stützt, und das ist eigentlich nicht blöd, wenn man das macht, gell? Und man an die Anfänge zurückgeht, gell? Also da finde ich überhaupt nichts von einer stillen Zeit. Wer sagt denn bitte in aller Welt, dass die Adventszeit die stillste Zeit im Jahr ist? Dann habe ich meine Nachforschungen angestellt. Die Bibel sagt kein einziges Wort drüber von der stillen Zeit. Ganz im Gegenteil. Dann habe ich gedacht, vielleicht waren es die Wüstenväter. Die Wüstenväter sind immer so schlau. Ja? Habe ich gedacht, die Wüstenväter haben sicher die stillste Zeit im Jahr erfunden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, bin ich drauf gekommen, die haben 12 Monate die stillste Zeit im Jahr. Die Wüstenväter waren es auch nicht. Ja, ja, woher kommt denn die stillste Zeit im Jahr? Schau mal, wenn du dir die Situation damals zu Weihnachten anschaust, ja, dann war die Situation folgendermaßen. Ja. Da ist ein junges, hübsches, hebräisches Mädchen, das schwanger ist. Keiner glaubt dir, woher das Kind kommt. Da ist ein Verlobter. Der Verlobter will abhauen. Oh, du schöne, stille Zeit. Wie romantisch war das doch, ja? Der Verlobter will abhauen, bleibt dann doch, weil ein Engel kommt dann doch irgendwie hin. Dann geht sie zu Elisabeth, ihrer Cousine. Dort hängt sie ab. Dann kommt sie wieder zurück. War auch kein leichter Spaziergang. Dann totaler Finanzamtstress. Weiß nicht, ob du das kennst, ja? Meine Schwiegereltern haben jedes Jahr ein Jahr Jahresausgleich und Monate vorher drehen sie schon durch, ja, weil sie wissen, dass der Jahresausgleich kommt. Dann kommt der Aufruf, sie müssen sich eintragen lassen in Steuerlisten. Totaler Stress. Dann geht's auf mit einem mühsamen, uralten Esel geht's nach Bethlehem. Ich weiß nicht, wenn du zum letzten Mal auf einem mühsamen, alten Esel zum Europark gegangen bist. Ja? Das ist ganz schön mühsam. Ja? Oh, du stille, fröhliche, ruhige, besinnliche, alles mögliche Zeit. Dann ist die Frau hochschwanger auch noch. Der Esel schaukelt hin und her, der Weg wird immer länger, die Nacht wird immer näher, kommt immer näher. Und dann, ihr kennt das alle, ein Gasthaus nach dem anderen, duft, 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 kein Platz, kein Platz, kein Platz.
Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du in einer Stadt warst, irgendwo auf einer Konferenz oder irgendwo und du hast ein Hotel gesucht. Wolf ist sicher schon oft so gegangen, ja. Und er klopft dann eine Hoteltür nach der anderen und alle sagen sie, nein, Herr Meierhofer, wir haben leider keinen Platz für Sie, ja. Und du ziehst weiter von einem Haus zum nächsten und denkst, oh my goodness, wo soll ich denn schlafen? Jetzt hast du eine schwangere Frau auch noch mit, ja. Und das Baby kündigt sich auch noch an und dann irgendwo, endlich, irgendwann, irgendwo Stall drinnen, Ochs, Esel, Engel, Heu, Stroh, Maus wahrscheinlich in der Ecke, Ratte in der anderen Ecke. Wie es halt so ist in so einem Stall drinnen. Oh, du schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Ja? Und irgendwer sagt mir heute, Patrick, du musst im Advent ganz ruhig werden und du musst dem Jesu-Kindlein ein schönes Kripplein bauen und du musst dich ganz besinnen und der Salzburger Weihnachtschor singt es noch einmal. Und ich denke mir, das gibt es doch nicht. Ja? Und ich kriege ein immer schlechteres Gewissen von Weihnachten zu Weihnachten zu Weihnachten zu Weihnachten, weil ich eben nicht so ruhig bin und mich nicht so besinnen kann, wie mir alle Leute sagen, dass ich mich eigentlich besinnen musste. Dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht, um rauszufinden, ja, woher kommt denn diese stille Weihnachten eigentlich? Woher kommt das? Und die Antwort würde ich jetzt ein bisschen verblüffen. Ja? Die These ist, sie ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber zu 99,8% bestätigt, ist folgende. Ja? Diese stille, ruhige Weihnachtszeit kommt in erster Linie aus unserem alpenländischen Kulturkreis. Und dieses alpenländische Weihnachten hat sich dann ausgebreitet auf der ganzen Welt. Das ist der Grund, warum die Leute in Australien nur einen Wunsch haben, einmal in ihrem Leben, so wie wir, Weihnachten tief verschneit zu feiern. Das ist ihr größter Traum. Ja? Jeder Amerikaner träumt davon, in jedem Film, jeden Weihnachtsmovie siehst du, wie der Schnee runtergeht. Und jeder träumt davon, letztlich von dieser wunderschönen Alpen-Idylle, die es da irgendwie gibt. Ja? Und die Geschichte mit der stillen Weihnachtszeit ist ganz einfach. Ja? Ich weiß nicht, wie sehr du das bäuerliche Leben kennst, aber das bäuerliche Leben noch vor ein paar hundert Jahren war einfach so geprägt, dass wenn der Schnee gekommen ist, ist alles ruhiger geworden, die Arbeit ist weniger geworden. Das war die Zeit, wo die Tage sehr kurz waren, wo man im Wald gearbeitet hat. Dann hat man sich zurückgesetzt und der ganze Lebensrhythmus auf einem Bauernhof ist sehr entschleunigt geworden. Und sehr wahrscheinlich ist das einfach der Ursprung, dass diese ruhigen Weihnachten in den Volksglauben übergegangen sind. Zur Zeit Jesu nichts von ruhigen Weihnachten. Ne? Und heute machen wir alle Medien und alle Leute rundherum, machen wir jedes Mal und jedes Jahr ein schlechtes Gewissen, warum ich nicht zu ruhigen Weihnachten kommen kann. Weißt du, die Sehnsucht nach Ruhe und nach Gelassenheit und nach Entschleunigung in unserem Leben ist riesig. Die ist generell riesig. Warum? Weil sich die Welt immer schneller dreht, wir sind globalisiert, wir wissen heute alles, was auf dem anderen Ende der Welt passiert. Wir sind vernetzt, das Speed, die Arbeitsprozesse, alles wird immer größer. Und umso größer wird die Sehnsucht, dass ich sage, wow, ich möchte mich wirklich entschleunigen, ich möchte wirklich ruhiger sein. Das große Problem ist ja, nimm dir bitte nicht die Adventzeit dafür vor. Weil es geht hundertprozentig schief. Ich kann es dir sagen, es ist wahrscheinlich heuer in deinem Leben schiefgegangen. Es ist wahrscheinlich letztes Jahr schiefgegangen. Es ist wahrscheinlich die letzten 5 Jahre schiefgegangen. Und ich kann dir eins versprechen, es wird dir auch die nächsten 5 Jahre wird's dir nicht gelingen. Eine wunderschöne Geschichte. Da hat es einen König gegeben. Und der König, da war noch nichts mit Internet und noch nichts mit allem Möglichen, aber der König hat so eine innere Unruhe gehabt. Der König hat keinen inneren Frieden gehabt. Der König war total nervös die ganze Zeit und er sehnt sich nach nichts mehr, das sagt, wow, ich brauch irgendetwas, das meine innere Ruhe verschaffen kann. Und dann hat er eine gewaltige Idee, Fernsehen hat es ja keins gegeben, und er hat gesagt, ruft mir die besten Künstler, die besten Maler im ganzen Land zusammen und sie sollen mir ein Bild malen, das mich in totale innere Ruhe versetzt. Das war sein Plan, quasi Meditation. In seinem Palast hängt ein großes Bild rein, schaut drauf, kommt runter, entschleunigt sich, chillt ein bisschen, stellt vielleicht den Thron vors Bild, chillt dort ab und alles ist wieder in Ordnung. Das war sein Plan. Und dann hat man gerufen. Und ein paar Monate später, alle sind hoch aufgeregt, seine ganzen Minister sind versammelt, die Riesenhalle in seinem Palast ist voll und ein Bild nach dem anderen hängt da. Und er geht zum ersten Bild hin und er sieht, im ersten Bild sieht er eine wunderschöne, total entschleunigte Wüstenlandschaft.
Landschaft mit herrlichsten Dünen, dort und da ein paar Grashalme drinnen, die sich scheinbar im Wind wehen. Und er sagt, wow, alle Minister sagen, wow, das ist die totale Entschleunigung. Und der König schaut das an, schüttelt den Kopf und geht weiter zum nächsten. Nächsten Bild, wieder eine Wüste, mittendrin ist eine Oase drinnen, ein Urbild von Geborgenheit. Alle Minister wieder glücklich, das muss es sein, König, nichts, weiter zum nächsten Bild. Im nächsten Bild siehst du eine Schafherde auf einer satten Weide, wie sie ganz relaxed weidet, die Schafherde, und dort abchillt und abhängt. Und die Minister denken sich, das muss es jetzt sein. Nix, wieder weiter, wieder zum nächsten. Und es geht zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und ein kitschiges Entschleunigungsbild bis zum anderen. Die Bilder kennt ihr alle, die hängen wahrscheinlich bei uns alle zu Hause im Wohnzimmer, ja. Und der König sagt nix. Und dann ist er total enttäuscht, dieser König, und völlig fertig. Und sagt der König, das gibt's ja nicht, es muss doch noch was geben. Und die Minister schauen sich Fragen an und sagen, eines haben wir noch, aber wir haben uns nicht getraut, das Bild daher zu hängen. Und der König sagt, her mit dem Bild. Und die Minister sagen, nein, besser nicht, es ist nicht ganz friedlich. Und da holen sie ein Bild rein. Und diesem Bild siehst du einen wilden Wasserfall, einen Sturm, einen Orkan. Die Bäume knicken ein, Felsbrocken stürzen raus. Ein Tohuwabohu, ein ein Irrsinnsbild. Und der König schaut das an. Und plötzlich kommt ein Lächeln auf seine Lippen drauf. Er entspannt sich total und sagt, das ist das Bild. Und die Minister sagen alle, was ist jetzt los? Hat er getrunken? Was ist passiert mit ihm? Ja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Und dann sagt der König, seht ihr es nicht? Schaut mal, seht ihr es nicht? Und sie sagen, seht ihr was nicht? Und alle suchen das Bild ab und sehen nur rauschende Wassermassen. Seht ihr es nicht? Und an der Kippe, des Wasserfalls, nur mal gehalten durch einen kleinen Ast, ist ein Vogelnest. Und das Vogelnest stürzt schon beinahe ab, hängt schon ganz schräg drinnen. Und in diesem Vogelnest sitzt ein kleiner Vogel und schaut zufrieden und gelassen aus dem Vogelnest raus. Und er sagt, das ist es. Das ist es, nachdem ich mich sehne. Das ist meine innere Ruhe, die ich so sehr vermisse. Und er hat eines gecheckt. Du kannst dein Drumherum nicht verändern. Du kannst machen, was du willst irgendwo. Es wird immer eine turbulente Zeit sein. Es wird immer eine stressige Zeit sein. Aber die Frage ist, findest du dort deinen eigenen Platz? Findest du dort deine Geborgenheit? Und findest du dort Momente deiner inneren Ruhe, so wie der kleine Vogel sie gehabt hat? Und der König war zufrieden. Und ich glaube, wir können sehr viel lernen davon. Wir können sehr viel lernen. Vielleicht kennst du so Augenblicke in deinem Leben, wo du auch so einen totalen inneren Frieden gespürt hast. Vielleicht kennst du so Augenblicke, wo du gesessen bist, dass sich zurückgelehnt hast und sagst, wow. Und vielleicht waren die Rahmenbedingungen rundherum gar nicht so gut. Vielleicht war gar nicht alles in Ordnung. Vielleicht ist die Welt nicht stehen geblieben und hat gesagt, sumsel, alles gut, ja. So, vielleicht ist es durchaus turbulent weitergegangen, aber du hast einen Augenblick gehabt, wo du dich zurücklehnst und sagst, wow, jetzt bin ich echt voll und ganz bei mir. Und wenn wir zurückkommen auf Weihnachten, so eine Geburt kann auch schon so ein Moment sein, so eines Entspanntseins, so eines Zurücklehnens und so eines wow sagen, jetzt ist alles gut. Wie ihr wisst, ich bin ein Geburtsexperte. Ich habe jüngst schon eine dramatische Geschichte erzählt. Ich habe zwei Kinder geboren, eigenhändig mit diesen Händen, und eines nicht geboren, weil es 3 Wochen zu früh war, aber ich wollte es gebären. Es war ein Missverständnis in meinem Rettungsdienst. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich bin da mit dem Rettungsauto gefahren und eine Frau hat in Wehen gerufen und geächtzt und ich war der Meinung, sie bekommt ihr Kind gleich. Ich habe alles vorbereitet, als junger Zivildiener, alles vorbereitet, um die Geburt einzuleiten. Das war das Peinlichste in meinem Leben. 4 Stunden später haben wir sie zurückgebracht und 3 Wochen später hat sie ihr Kind bekommen und ich habe mich bis auf die Knochen blamiert. Und damals in meinem Rettungsdienst habe ich mir gesagt, nie mehr, wenn eine Frau noch so schreit und kreischt und sagt, sie bekommt ein Kind, nie mehr bereite ich alles vor für eine Geburt und blamiere mich bis auf die Knochen. So war das dann auch ein paar Monate später. Und ich habe wieder im Rettungsdienst eine Frau abgeholt. Die kommen
kurioserweise immer in der Früh. So die heiße Zeit ist so zwischen 4, 5, 6 Uhr. Ist immer die heißeste Zeit, weiß ich, als staatlich geprüfter Zivildiener. Und fahr wieder mal so eine Geburt abholen und denke mir, ja, wie halt immer, gell. Und die Frau schreit und ächzt und stöhnt, gell. Denke mir, alles kein Problem, beruhig sie, komm, da hinsetzen. Haben alle Papiere mit, einladen und wir fahren. Und dann wird es immer ruhiger, denke ich mir, na schau, Patrick, hast wieder mal recht gehabt, ja. Es dauert eh noch wochenlang, bis das Kind kommt. Und dann sitzt man so im Rettungsauto drinnen und dann, das Wichtigste bei der Rettung sind die Papiere. Das lernt man gleich mal, ja. Du brauchst so rote Zettel hat es gegeben und wehe, auf dem roten Zettel stimmt irgendeine Angabe nicht. Dann kriegst du voll einen auf den Deckel, weil dann kriegt die Rettung keine Kohle dafür, für den Transport. Ja. Also musst du immer dort sitzen, hast immer so einen Rettungszettel und gehst alles durch und ich sitze da und schaue so zu und sie ächzt und stöhnt ein bisschen und ich sage, Name, so und so, Adresse, passt, Sozialversicherung, passt. Sie sagt, ich glaube, mein Kind ist da. Ich sage, ja, genau, Sozialversicherung passt. Ich glaube, mein Kind ist jetzt da. Genau, Sozialversicherungsnummer bitte. Es schaut schon raus, glaubt sie. Sag ich, ganz bestimmt schaut schon raus, ja. Sozialversicherungsnummer. Und dann schaue ich mal so ein bisschen hin, gell. Denk mal, oh my goodness, ganz schön viel Flüssigkeit kommt da raus in alle Richtungen, gell. Oh nein, es könnte die Fruchtblase geplatzt sein, gell. Und alles fängt zum Schwimmen an im Rettungsauto. Und ich, oh nein, was mache ich nur, gell. Alles weg, räum das weg und dann, ich bin ja gebrandmarkt. Ich weiß ja, dass das noch lang dauert normalerweise, ja. Und dann ziehe ich die Hose runter, gell. Und tatsächlich schaut der Kopf raus, ja. Und ich völlig geschockt, denke mir, nein, was mache ich jetzt? Totale Panik, ich habe nichts vorbereitet, weil ich bereite nichts mehr vor. Total in Panik, alles fliegt hin und her. Ich die Hose raus, dann hat sie noch seine Unterhose, ein Slip angehabt, es liegt noch weg. Und das Kind kommt und sagt, es ist da. Und ich weiß nicht. Und dann, das war alles während der Fahrt, bitte. Es gibt im Rettungsauto hinten drinnen, da gibt es so eine Glocke, ja, so eine Notglocke. Die kannst du draufdrücken auf die Notglocke und dann geht es vor meinem Fahrer und dann schaut er mal zurück, was ist. Ja. Mein Fahrer hat nicht zurückgeschaut, weil er war in anregenden Gesprächen vertieft. Ja. Und jetzt halte ich fest, total unüblich, mit wem er im angeregten Gespräch war. Mit dem Vater. Normalerweise nehmen wir nie den Vater mit. Das war totaler Zufall. Das ist mein Rettungsfahrer, war ca. 68 Jahre alt. Ja. Daneben der Jungvater und sie diskutieren über alles Mögliche irgendwo im Leben. Ja. Und ich plag mich, ich konnte nicht, weil ich keine freie Hand habe auf den Knopf drauf. Drücken. Und dann so ein neues Kind, ich weiß nicht, erfahrene Mütter von euch, die wissen das, voll mit Käseschmiere. Weil es gibt nichts Rutschigeres auf der Welt als Käseschmiere. Vergiss Olivenöl. Olivenöl ist total harmlos. Käseschmiere ist ganz was anderes. Das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, was es eigentlich ist. Ja? Das ist so weißlich und blütlich und alles Mögliche, gell? Und alles, was du angreifst, geht flup, flup, flup. Es geht alles gar nicht so einfach, so ein Kind zu halten, vor allem wenn es so schnell kommt, ja. Und dann habe ich das Kind und dann kommt das Kind tatsächlich raus. Die Mutter hat, wie es vorkommt, das gar nicht mal gesagt irgendwie. Die war ziemlich gechillt eigentlich, ja. Aber vielleicht hat er es einfach verdrängt. Ja. Und dann stehe ich da mit diesem Kind und dann kam mir vor, dass das Kind schreit nicht. Und totale Panik. Totale Panikattacke, das Kind schreit nicht. Ja. Und wenn dir so die Nerven durchgehen als junger Hupfer, ja, da gibt es normalerweise so einen Absauger, mit dem tut man so das Kind im Mund so irgendwie absaugen, ja, das habe ich alles nicht gehabt. Ja. Und in totaler Panik, ist verjährt, ich glaube, ich kann das sagen, ich war nicht mehr verhaftet. In totaler Panik, das Kind genau umgedreht, ja, sieht man im Fernsehen manchmal, ja. Also umgedreht, also tatsächlich zu schreien begonnen, ja. Und in dem Augenblick, wo das Kind schreit, habe ich zum ersten Mal die Chance gehabt, vor auf diese Glocke zu drücken. Kind schreit, Glocke an, Fahrer, Vater, Rettungsfahrer, bremse ich, da vorne. Dann hab ich dieses Kind da und bin fix und fertig. Das Kind schreit, ist alles in Ordnung. Der Vater völlig fertig. Mein Rettungsfahrer geht nach vorne hin, ja, macht die Beifahrertüre auf. Ich habe das Kind völlig gesichert in der Hand, ja, und bin einfach so fertig gewesen. Nimm das Kind, gell, drück's ihm in die Hand. Großer Fehler. Ich habe die Nabelschnur vergessen. In der Aufregung. Ich nehme das Kind, doing, Kind wird zurück und die Mutter, die Nabelschnur. Ich denke mir, die Nabelschnur. Wir alle denken uns, die Nabelschnur. Okay, ich gebe das Kind. Der Rettungsfahrer hat das Kind in der Hand, ist völlig fertig. Es war ein Bursche, hat das Kind so in der Hand. Ja. Es hat nicht mehr geschrien, alles gut, alles super.
ich fix und fertig und das Kind macht Pipi. Genau wie die ganze Uniform voll. Ja. Und dann tun wir das irgendwie verstauen und dann und der Vater vorne komplett fix und fertig. Und ich sage, er muss das Funkgerät jetzt nehmen, schreibt man ihm das Funkgerät, ruft rein und sagen, Wagen 712, glaube ich, hat unser geheißen, gell? Wir haben eine Geburt. Und er, Wagen 712, wir haben eine Geburt. Und dann war kurz die Rückfrage vom Notarzt, wie es mit der Geburt ausschaut. Er sagt, ja, alles gut, alles in Ordnung. Weißt du, was der Notarzt sagt? Er kommt gar nicht, wir sollen einfach ins Krankenhaus fahren. Und dann stellen wir alle ein, alle überglücklich, alles wunderbar, gell? Alle schwimmt im Auto, seine Fruchtblase ganz schön groß. Gell? Jetzt weiß ich, warum der Bauch von den Frauen so groß ist, das ist die Fruchtblase. Das habe ich gelernt. Ja? Ich will nicht auf Details eingehen, da kommt noch alles mögliche hinten nach, aber das will ich euch jetzt ersparen. Ja? Jedenfalls haben wir dann dieses Kind da und dann lege ich dieses Kind, so wie man es im Fernsehen sieht, ich denke, ich weiß nicht, was man da tut, ja? Wie dieses Kind der Mutter dann so draufgelegt irgendwie, gell? Und plötzlich ist da eine Ruhe eingekommen, im totalen Tohuwabohu. Der Vater, Blut und Wasser geschwitzt, der Rettungsfahrer hat es überhaupt noch nie erlebt in seinem ganzen Leben, ich, der kleine Zivildiener, schon gar nicht. Das ganze Auto schwimmt und ist quatschig und alles Mögliche. Die Mutter liegt da total glücklich und schaut auf das Kind da. Das Kind macht nur wuh, 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 total glücklich. Ja. Ich sitze dort, total glücklich, wir alle total glücklich. Und solche Augenblicke und solche Momente, glaube ich, das ist genau das, was wir brauchen und wo wir uns hin ausstrecken müssen. Und ich denke sehr oft an diese Situation damals im Rettungsauto zurück, weil sie mir einfach zeigt, gell, es ist egal, was gerade drumherum ist. Es ist egal, was sich gerade abspielt. Ja. Es gibt einfach so heilige, großartige Momente. Und ich gebe dir jetzt zum Abschluss 5 kurze Punkte durch, vielleicht genau jetzt für Weihnachten, die dafür geeignet sind, wie du zu solchen Augenblicken kommst, zu so ruhig, um deine innere Ruhe zu finden. Erster Punkt, ja, wenn du willst, mach dir nachher, wenn alle 5 da sind, einfach ein Foto davon und beginne das zu Weihnachten umzusetzen. Schau mal, wenn du innere Ruhe willst, dann bring dein Leben in Ordnung. Schau, dass dein Leben in der göttlichen Ordnung drinnen ist. Das heißt, wenn es wo was zu verzeihen gibt, dann verzeihe. Wenn du vergeben kannst, vergib den Menschen. Wenn du in irgendwelchen großen Unordnungen in deinem Leben drinnen stehst, dann nimm dir vor, dass du mit diesen Unordnungen aufräumst. Wenn es unhygienische Beziehungen gibt in deinem Leben, dann bring diese Beziehungen in Ordnung. Wenn es große Dinge gibt in deinem Leben, wo du echt voll daneben gehaut hast, voll daneben geschlagen hast, dann bring das in Ordnung. Und du wirst sehen, das ist ein erster Schritt, der die innere Ruhe bringen kann. Zweiter Punkt, halte den Sabbat. Das heißt, halte deine Sonntagsruhe. Gott kennt uns sehr gut. Gott hat uns als ein Gebot, hat es uns als ein Gebot gegeben, dass wir die Sonntagsruhe halten sollen. Du brauchst einen gewissen Rhythmus in deinem Leben. Ein paar Weihnachtstage, das ist zu wenig. Und ein paar Urlaubstage, vergiss es. Wenn du langfristig an deinem inneren Frieden arbeiten willst, dann musst du einen Grundlebensrhythmus einhalten. Und einer der Basisdinge, die Gott einschlägt, wie einen Pfahl in dein Leben, als ein Gebot, heißt, halte einen Tag in der Woche, wo du nichts machst. Nichts Chaka-Chaka, Abenteuerurlaub und vollen Stress am Sonntag, sondern echt mal runterkommen, dich echt entspannen, kümmere dich um deine Familie, kümmere dich um dich selber, schau auch, dass es dir gut geht. Das braucht der Mensch, um langfristig in innerer Ruhe leben zu können. Dritter Punkt. Es ist wunderbar. Schau mal, Matthäus 11,28 sagt der Herr, kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Zeig mir einen Menschen hier herinnen oder irgendwo, der nicht irgendwo mühsam und der nicht irgendwo in irgendeiner Art beladen ist. Und Gott sagt, komm zu mir. Jesus sagt, komm zu mir. Und er sagt, ich will euch Ruhe verschaffen. Wenn er sagt, Ruhe verschaffen, heißt das nicht, dass dein Telefon nicht läutet. Und das heißt auch nicht, dass dein Nachbar dich terrorisiert. Sondern wenn Gott sagt, wenn Jesus sagt, ich will dir Ruhe verschaffen, dann meint er damit, ich will dir diese innere Ruhe, ich will dir diese innere Gelassenheit geben, ich will dir genau diese Situation im Rettungsauto geben, das will ich dir geben. Ich will dir das geben, dass du einfach sitzt und eine heilige Gelassenheit in dein Leben reinkommt. Das sagt Jesus, dass er tun will. Nächster Punkt. Und damit dir das gelingt, musst du dir Nahrungsplätze dafür suchen. Du musst dir Orte suchen, wo du immer wieder zur Ruhe kommst. Ein junger Priester hat mir mal erzählt, dass er in einem Kloster war
Und er war total verwundert, weil eine Klosterschwester nach der anderen war beim Beichten. Und die Klosterschwestern haben gebeichtet, eines der größten Vergehen, die sie gemacht haben, das kann man das sagen, war, weil er war ganz verwundert, was das ist, er hat das noch nie vorher gehört, eine Schwester nach der anderen kam und hat gesagt, ich möchte bekennen, ich habe meinen Aufblick verloren. Und er hat mir erzählt nachher, er hat erst herausfinden müssen, was die Schwestern eigentlich meinen. Und weißt du, was sie meinen mit Aufblick? Das ist letztlich genau sowas, so einen Nahrungsplatz zu suchen. Wenn Klosterschwestern sagen, und die sind Profis im innere Ruhe finden, stimmt's? Hochprofessionelle innere Ruhefinder. Die sagen, ein Aufblick ist, ich habe immer wieder Momente in meinem Tagesablauf, wo ich diesen Aufblick, wo ich ganz gezielt meinen Blick auf Gott richte und weiß, bei ihm bin ich geborgen, wo ich weiß, ich bin das Kind und er ist der Vater, wo ich weiß, kommt alle zu mir und ich will euch Ruhe verschaffen. Und der Volksglaube macht schon auch viel Gutes auch. Wenn du heute siehst, viele Kreuze in der Stadt oder Ikonen oder all mögliche so ein Symbolen, da kann man sich aufhängen drauf, da kann man schimpfen drüber, da kann man alles Mögliche denken. Aber letztlich sind das alles Hilfen, die dich daran erinnern, diesen Aufblick zu haben. Und wenn du auf das Kreuz schaust und sagst, wow, ich bin echt erlöst, ich bin in Freiheit. Und wenn du das immer wieder machst im Tag oder hast deine Ikone zu Hause hängen und sagst, wow, ich weiß, ich bin Kind Gottes, dann ist es genauso ein Nahrungsplatz, der dir hilft zu sagen, es gibt einen Vater im Himmel und er kümmert sich um mich. Und das ist auch gleich der fünfte Punkt. Und der fünfte Punkt ist, dieses Urvertrauen zu haben. Dieses Urvertrauen zu haben, dass Gott alles gut macht. Hattie Baker ist eine ganz wilde Predigerin und sie hat eine super theologische Aussage. Und die ist, He's God, I'm not, hooray. He's God, I'm not, hooray. Weißt du, was das heißt? Er ist Gott, er hat alles unter Kontrolle. Ich nicht. Gott sei Dank ist es so. Hurra. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen, ist egal. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, wollen dir danken für diese Weihnachtszeit. Wir wollen dir danken, auch für diese Turbulenz, die du in unserem ganzen Leben machst. Und Vater, mein Gebet ist, dass wir in diesen Turbulenzen, in dieser schnelllebigen Zeit, dass wir da Orte finden, Aufblicke finden, Momente finden, wo wir reifen können an innere Ruhe. Dass es uns geht wie dem König, der das kleine Vogelnest zieht, mit dem gechillten Vogel mitten im Tohuwabohu. Vater, mein Gebet ist für mich und für alle, die da sind, dass in unserem ganzen Chaos, in unserem Leben, wir diesen inneren Ruhe, diese innere Ruhe finden und dieses Vogelnest haben, in dem wir uns bergen können. Das ist mein Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meine Lieben, Maria eilt in eine Stadt im Bergland von Judäa zu ihrer Verwandten Elisabeth. Es gibt in der Kunst diese Darstellung der Begegnung der beiden Frauen, Maria und Elisabeth. Eine Frau legt der anderen die Hand auf den Bauch, wo das Kind ist, auf den Schoß. Das ist eine urfrauliche Geste der Begegnung. Zwei Frauen, die einander begegnen, die schwanger sind. Johannes der Täufer wahrscheinlich 6 Monate nach biblischem Bericht und Jesus vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen alt. Und da kommt Maria zu ihr, zu dieser Elisabeth und begrüßt sie. Vielleicht sagt Maria einfach Shalom. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gesagt hat. Shalom. Und Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Vom Heiligen Geist erfüllt, das bedeutet, sie spricht aus dem Heiligen Geist, sie redet prophetisch. Sie spricht das aus, was wir Katholiken im Ave Maria immer wieder beten. Gesegnet bist du unter den Frauen
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das ist eine Aussage, die Maria kennzeichnet. Sie ist gesegnet als die, die den Herrn in ihrem Schoß trug und als die, die den Herrn geboren hat. Wer bin ich, sagt Elisabeth, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das ist große Wertschätzung. Wir könnten sagen, Elisabeth ist die erste Marienverehrerin. Diese Prophetin des Neuen Testamentes als Marienverehrerin ist uns allen auch ein Bild, ein Bildnis für uns. Sehr entscheidend ist, dass Maria geglaubt hat. Und deshalb sagt Elisabeth, und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria ist vor allem deshalb selig zu preisen, weil sie geglaubt hat. Augustinus sagt, Maria ist mehr selig zu preisen, weil sie geglaubt hat und Jüngerin des Herrn ist, als weil sie Jesus geboren hat. Zu glauben und Jüngerin des Herrn zu sein, ist vor allem der Grund, warum Maria selig gepriesen wird. Und das ist das, was jeden von uns auszeichnet. Zu glauben und Jüngerin des Herrn zu sein. Und dann sind auch wir gesegnet. Ich wünsche euch allen gesegnete Tage. Vor allem den Segen des Friedens. Er wird unser Friede sein, so haben wir gehört in der ersten Lesung. Er wird unser Friede sein. Christus ist unser Friede, heißt es einmal im Neuen Testament, im Buch an die Epheser in diesem Brief. Er ist unser Friede und er will uns seinen Frieden schenken. Diesen inneren Frieden und äußeren Frieden trotz Wirbel rundherum, den wünsche ich. Den wünsche ich uns allen, den Frieden in der Welt, den nur Christus, der geboren ist, geben kann. Ist dich zu
bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, und meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir und aller Reichtum. Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht bist du so einer, der sich so sehnt nach einem inneren Frieden, nach einer inneren Ruhe. Vielleicht bist du so einer, der ein mühseliger ist, ein beladener ist. Und Jesus sagt zu dir jetzt, heute, in deine Lebenssituation hinein, komm zu mir. Komm zu mir und lerne von mir. Ich werde mit dir deine Lasten tragen. Und ich, der Herr, ich werde dir Ruhe verschaffen. Ich werde dir inneren Frieden verschaffen. Ich werde dir Gelassenheit geben. Ich werde inneren Frieden geben. Und wir haben zwei Gebetsteams hinten, eins da links und eins hinten. Und wenn du willst, dann geh jetzt zu einem der Gebetsteams hin und lass ganz konkret für dich beten, für diesen inneren Frieden. Dieses kommt alle zu mir heißt auch komm zu deinen Geschwistern hin. Und deine Geschwister machen etwas Urbiblisches. Sie legen dir die Hände auf die Schulter und beten für dich, für diese innere Gelassenheit, für diesen inneren Frieden, für diesen inneren Shalom. Und Gott wird dir diese Ruhe verschaffen. Und wenn du sagst, boah, in meinem Leben ist einiges nicht in Ordnung, in meinem Leben gehört einiges hergestellt in meinem Leben. Da ist große Unvergebenheit, da ist Unversöhnheit in meinem Leben, da ist Traurigkeit in meinem Leben, ich weiß gar nicht, woher die kommt. Ich lebe in Beziehungen, in denen ich so nicht leben sollte. Ich habe Freundschaften, die mich eigentlich runterziehen und mich nicht glücklich machen, aber ich komme nicht los davon, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dass du dir einen Vorsatz machst und sagst, ich will es in Ordnung bringen, ich will es in die göttliche Ordnung zurückbringen. Und ich sage dir, es ist ein Schritt zu deinem inneren Frieden. Und nimm jetzt diese nächste Strophe von diesem Lied, um darüber nachzudenken, wo Orte sind in deinem Leben, wo Baustellen sind in deinem Leben, die du backen solltest, jetzt backen solltest. Musik.
kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Ich fliehe alles. Alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Wie geht's dir mit deinen inneren Nahrungsplätzen? Wie geht's dir mit deinem inneren Garten, deiner inneren Burg, deiner Feste, in der du dich birgst, auf dem Felsen, auf dem du stehst, in den Garten, durch den du gehst? Wie geht's dir mit deinem inneren Aufblick? Ringst du um diesen Blick hinauf zu deinem himmlischen Vater, der dir zuspricht, dass du geborgen bist? Dass du Sohn bist, dass du Tochter bist, dass du Erbe bist. Und wenn du willst, dann beginn ab heute zu suchen in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo solche Plätze sein können, eine Ikone, ein Kreuz, ein Blick aus dem Fenster, ein Kamin, ein Bild, ein was auch immer, wo du dir vornimmst, wenn dein Blick da drüber streift, sollst dich daran erinnern, dass es eine viel größere Wirklichkeit gibt, als die, die du siehst. Dass du eingebettet bist in eine große, tiefe Wahrheit, Kind Gottes zu sein. Wenn du durch die Stadt gehst, dann ein Bild siehst, ein Kreuz siehst, dass du dich daran erinnerst, hey, wow, ich lebe im Sieg. Ich bin berufen, um dieser Welt im Sieg zu leben. Finde Plätze in einem Umfeld. Behalte den Aufblick. Behalte deinen Blick auf Gott. To the certainty of life, and my need to know everything. This illusion cannot speak,
It cannot walk with me at night as I taste life's fragility. I am looking for a savior. I can see and know and touch one who dwells within the midst of us. May a broken God be known in the earth beneath our feet. May our souls behold humility. May our souls behold humility. When our plans become a casualty of getting through the day, and we begin to know our weakness and denial isn't strong enough to hold our fears at bay, and we can't escape our emptiness. I am looking for a savior. I can see and know and touch one who dwells within the midst of us. May a broken God be known in the earth beneath our feet. May our souls behold humility. May our souls behold humility. I am looking for a savior. I can see and know and touch one who dwells within the midst of us. May a broken God be known in the earth beneath our feet. May our souls behold humility. May our souls behold humility. Wie schaut's aus mit deinem Urvertrauen? Er, der Gott, hat alles unter Kontrolle. Du kannst in deinem Leben tun und wursteln und machen, was du willst. Letztlich ist Gott, der alles tut. Bete so, es hängt alles von Gott ab, und lebe so, es hängt alles von dir ab. Und die gute Nachricht ist, He is God and you not. Hooray. Er ist Gott. Und du bist es nicht. Du musst nicht die Welt retten. Aber du kannst vertrauen, dass er alles zum Guten führen wird. Und er ist Mensch geworden. Und morgen feiern wir, dass wir einen Gott haben, der Mensch geworden ist, der sich entäußert hat, der dem Menschen komplett gleich geworden ist, bis auf die Sünde, um uns von diesem liebenden Vater zu erzählen. Das kleine Kind, das in der Krippe geboren ist, hat einen klaren Auftrag und eine klare Mission, die Welt zu erlösen und dich zu erlösen. Das musst du nicht machen und das kannst du nicht machen. Er hat es gemacht. Für dich. Das war der 79. Sunday Morning hier von der Mission Base. Wie gesagt, in 2 Tagen Christmas Morning.
Und dann wieder nächsten Sonntag, den 30., den letzten in diesem heurigen 2018. Eine gesegnete Weihnachtszeit euch allen. Vater, wir wollen dir danken für das gute Essen, das wir empfangen dürfen. Wir wollen aber besonders an alle denken, denen es nicht so gut geht. Vater, wir bitten dir um deinen Segen für alle von Hope City, für alle Menschen da draußen, die wir über das ganze Jahr betreuen dürfen. Wir danken dir für die La Cantina, für alles, was möglich ist, durch die Gabe von vielen. Wenn du ein Teil davon sein möchtest, kannst du auf unsere Homepage schauen und auch deine Gabe geben für die La Cantina, für Hope City, für unsere Arbeit, für Menschen am Rande der Gesellschaft. Und um alles bitten wir in deinem Namen. Amen. Your promise, oh God.
So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sunday morning. Worship, Prayer und Preach, Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei!